zur Kontingenz der heutigen Wissenschaften oder des Raubtierkapitalismus. Selbstverständlich ist die Rückkehr in die matrilineare Ordnung gegen den patristischen Idealtätismus etwas, das im tiefsten Unbewussten die Partikularisierung des Augenblicklichen, des Körpers als eines tauschbaren, aber nicht verhandelbaren, das Zentrum des Kapitalismus selbst, der Waren, Täuschtausch, Objekt, Markt, schon seit Levi-Strauss, ist nichts anderes als Kapitalismus. Der Zentralismus des patriarchalen Idealtätismus ist etwas völlig anderes. Und warum jetzt eine ziemlich komplizierte, gedoppelte, ein ziemlich kompliziertes, gedoppeltes Botum-Pseudon darin liegt, zu sagen, dass die Wissenschaft sich selber als die Kontingenz ausgeben kann oder eben der Warenmarkt, liegt darin, dass es praktisch vier falsche Kapitalismen geben kann, die den Diskursen des Herrn Signifikanten, den Diskurs des Herrn, zweitens jetzt heute dem matriarchalen Diskurs des Objekttausches, nämlich dem des Wissens, der sogenannten Objektivität oder des Partikularismus, ohne Subjektverbindlichkeiten mehr, sondern nur noch nach Paktverbindlichkeiten, nach Deleuze, Paktieren statt Ehrwortvertrag gibt. Es gibt aber noch die zwei anderen Subformen, die entweder noch kommen werden, entsprechend dem Diskurs des Analytikers und dem Diskurs des Hysterikers. Dieser Durchlauf von vier Kapitalismen sind einer anderen Kontingenz unterlegt, die schon im realen oder im biologischen vorgegeben sind. Und das macht das Ganze so schwierig und wird immer verkannt in allen kulturalistischen Theorien. Kapitalismus, wie von caput lateinisch, nämlich dem Abschneiden des Phallus oder des Kopfes der Medusa, leitet sich ja schon seit der Geschlechtung, seit den Amöboiden, seit dem Warentausch des ersten Membranaustausches, dem Plasmidaustausch her, seitdem der Tod ins Spiel kommt, seitdem es sexuelle Reproduktion gibt. Und diese nicht sozialdarwinistisch, sondern biologisch-darwinistische Selektionsmutationsforderung eines nicht aufhörenden Kampfes des Vaters als der Krieg aller Dinge und der Mutter als das Krieg aller fetten Dinger ist immer einem primär imaginär realen Selektionsoptimal-Darwinismus ausgesetzt gewesen. Solange nach die Form, Gestalt, Typologien, die imaginären, die Akzentuierungen, die proportionalen Kontraste, das primär sexuelle Auswahlselektionsgeschehen bestimmen und sie können nicht anders, als sich nach diesen Formtypen, Varianten, Diversifikierungen, sagen wir nicht Diversifizierungen, ausrichten. Solange wird es immer optimal dominanten Warenaustausch geben. Und das ist die Basis all dieser Kämpfe zwischen Idealtätismus des Paschatums, die Frauen einzupferchen, ihre übergroße sexuelle Potenz einzuzäumen, wie Cato schon sagt. Und dann wieder der Gegenkampf der Megamadonnen, die auf ihren alkahyischen Thron zurück wollen, selbstverständlich. Was heißt, dass sie die Jünglingskönige austauschen, die Diversifizierung der Körper als zentrale Aufgabe der Natur und des Merkmals hochhalten. Das heißt, die Subjekte nicht als Subjekt zwischen zwei Signifikanten als unären Zug zu anerkennen, sondern als eben diese Spiegeldurchläufe der Subjektivierung im Abtausch der Körper, im Abtausch
verschiedener Rollen, im Abtausch verschiedener Partikular-Augenblicklichkeitsmomente in Nachahmung des lebendigen Gleitens der Nemetonymenkette. Und nicht, und damit im Gegensatz zum Zeichenmacher, der ein Signifikant für einen anderen Signifikat repräsentiert. Also, worauf wollen wir hinaus? Wir wollen hinaus, dass diese Diskurse ein Meta- oder Epidiskurs eines viel grundsätzlicheren, einer viel grundsätzlichen Kapitalisierung oder Dekapitalisierung, Kastrationsordnung des Proton-Pseudos sind, nämlich dass das Reale die Körper dazu zwingt, in einer Austauschdialektik, in einer Ersetzungsdialektik, ein Körper für einen anderen Körper, sich hinzuopfern, ausgewählt werden, gnadenlos selektiert werden, optimal dominantisiert werden, und darauf baut sich dann eine geschichtliche Bewegung seit Jahrzehntausenden auf in einer episodischen Schwankung zwischen Einfachversuchen, Monothetisierungen und dann wieder Gegenprotestrevolutionen der Partikularisierung. Und unsere 10.000 Seiten gehen um nichts anderes als um diesen ständigen Wechsel, der nicht selbst auflösbar ist, sondern dessen Ziel die Natur ist, das nicht auflösbar zu machen, sondern immer in diesem nicht lösbaren Ungleichgewicht zu halten, um gegen die letztliche Auslöschungsreihe zu protestieren, anzukämpfen, zu versuchen, in dieser Verelendung, in dieser Auslaugung, in dieser Erschöpfung und Ausbeutung und Auszuzillung der aufgeklaffenen Spaltwesen, die alle versuchen, diese Unmöglichkeit zu bekämpfen, mit allen Mitteln, mit allen Klauen, Haaren und Zähnen und mit allem Vergessen oder Verdrängen oder Verwerfen dieses Abgrunds, aber es niemals schaffen, aber es darf auch niemals so weit kommen, dass das Unmöglichkeitsphantasma erkannt wird, denn die Unmöglichkeit zeugt den Trieb und das Begehren, eben sie selber stopfen zu müssen und den Wagen am Rollen zu halten, damit die Lok des kleinen Dicks in den Bahnhof eindampfen kann. Schon wieder ein Delay mehr. Machen wir mal kurz Pause.